Für die klassische Kammplattform, wie zum Beispiel beim Dream und beim North, bieten wir einen zusätzlichen Schlafarmbau an. Dieser wird einfach in die Seitenwand montiert. Das heißt, ich nehme die Seitenwand auf der linken Seite raus und in den gleichen Reißverschluss setze ich den Anbau wieder ein. Schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht. Das heißt, ich habe dann hier an der Seite eine Schlafkabine, wo zwei Personen Platz finden. Natürlich mit einer Verdunklungsklappe und vorne mit auch nochmal einer Möglichkeit, es komplett zu schließen.